Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie man ordentlich eine Klemmdose verdrahtet. Also die Betonung liegt wirklich auf ordentlich, weil bei Klemmdosen haben wir schon oft gesehen, dass die sehr schlampig verdrahtet wurden. Und das ist einfach, es funktioniert zwar, aber wenn man irgendwann mal wieder an diese Klemmdose hin muss, man macht den Deckel auf und man denkt sich erstmal, oh je, was ist hier passiert? Man hat keinerlei Ahnung, wie die Zuordnungen sind und muss da erstmal eine halbe Stunde sich mit der Dose beschäftigen und messen und tun und schauen, bis man einen Überblick hat. Und das lässt sich halt einfach, wenn man das von vornherein sauber und ordentlich macht, lässt sich das vermeiden. Und das wollen wir euch heute jetzt einfach mal in diesem Video zeigen, wie man sowas angeht. Blendet euch jetzt auch dann gleich mal noch ein Bild ein von einem Negativbeispiel, wie es nicht aussehen sollte. Das seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Und ja, aber im heutigen Video zeigen wir euch, wie es richtig aussehen sollte, wie es richtig geht. Es ist ein minimal mehr Zeitaufwand, sage ich jetzt mal, beim Verklemmen, aber es lohnt sich. Es geht schon mal los am Anfang, dass man sich die Kabel, die in diese Klemmdose reingehen, dass man sich die beschriftet. In unserem Fall haben wir jetzt hier links die Zuleitung, hier den Schalter, hier die Lampe und hier die Steckdose. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man das von vornherein aufs Kabel drauf macht. Das ist kein großer Mehraufwand, tut niemandem weh. Und jeder, der an die Dose hinkommt, weiß schon mal, welches Kabel welche Funktion hat. Wir könnten hier auch noch bei der Zuleitung die Sicherungsnummer draufschreiben, von mir aus jetzt F1, dann ist es auch schon mal klar. Unterverteilung und F1 und dann weiß man da Bescheid. Und ja, wenn wir jetzt an die Klemmdose gehen, dann fangen wir am besten mit den Drähten an, die man 1:1 zusammenklemmen kann. Das ist in unserem Fall jetzt auf jeden Fall mal der grün-gelbe, der Schutzleiter. Die können alle zusammen. Das heißt, wir biegen jetzt mal vorsichtig hier alle anderen Drähte weg, sodass wir nur noch die grün-gelben haben. Und dann geht es gleich weiter. Genau, jetzt haben wir hier nur noch die grün-gelben. Und da können wir jetzt ganz einfach damit anfangen, die alle mal ordentlich in der Dose zu positionieren. Wir biegen die jetzt hier schön rüber. Man kann es hier so um den Finger rumbiegen. Dann haben wir eine schöne Kurve. Es muss jetzt kein 90 Grad sein, aber dass es einfach ordentlich ist. Das können wir hier auch rüberbiegen. Schön die gleiche Kurve nehmen. Bei dem hier auch. Dann haben wir alle vier schon mal hier liegen. Dann nehmen wir uns den Seitenschneider und bringen damit alle auf eine gleiche Länge. Zwicken die ab. Dann ganz wichtig, unsere Abisolierzange. Kann ich nur empfehlen, so eine automatische Abisolierzange. Damit geht das Arbeiten einfach leichter, schneller und man läuft auch nicht Gefahr, dass man die Drähte einschneidet und die irgendwann brechen sollten mit der Zeit. Genau. Nachdem wir die jetzt abisoliert haben, nehmen wir eine Steckklemme. In unserem Fall ist es jetzt wieder eine Steckklemme von der Firma Wago. Kann ich auch nur empfehlen. Stecken die Drähte hier alle rein. Bei den Klemmen sieht man auch, wie weit die Drähte drin sind. Sieht, dass die bis vorne anstehen. Und damit wissen wir, die sind sauber miteinander verbunden. Kontrollieren nochmal, dass sie auch fest drin sind. Dann passt es. Dann können wir schon mal die ersten Drähte hier seitlich reinlegen. Und da sehen wir schon, wenn man das so macht, hat man einfach richtig viel Platz in der Klemmdose. Gut, als nächstes geht es weiter. In unserem Fall können wir mit dem Neutralleiter weitermachen. Da haben wir hier die Zuleitung und wir müssen den Neutralleiter der Steckdose damit noch verbinden und also den Neutralleiter der Lampe und den Neutralleiter der Steckdose. Der blaue Draht hier vom Schalter, der wird nicht damit verbunden, weil das unser geschaltener Draht dann wird. Dazu später mehr. Also Neutralleiter blau von der Zuleitung, Neutralleiter ebenfalls blau von der Lampe und Neutralleiter blau von der Steckdose. Die nehmen wir auch wieder alle und bringen sie an eine schöne Position. Den biegen wir auch hier rüber, schön hier daneben.
Den auch. Dann hier wieder über den Finger rumbiegen. Auf eine Länge bringen. Abzwicken. Abisolieren. Die Zange verlinken wir euch in der Videobeschreibung, falls Interesse besteht. Dann geht es wieder weiter mit den Vago-Klemmen. Kontrollieren, dass die alle richtig drin sind, dass es hält. Und dann können wir das auch schon hier neben den Schutzleiter in die Dose legen. Jetzt haben wir schon hier zwei Drahtgruppen, sage ich jetzt mal, miteinander verbunden und haben noch mehr als genug Platz in der Klemmdose. Dann geht es weiter mit der Zuleitung aus der Verteilung. Hier der braune Draht, die Phase muss mit dem braunen Draht vom Schalter verbunden werden und muss mit dem braunen Draht von der Steckdose verbunden werden. Genau, dann wieder das gleiche Spiel. Draht nehmen, um den Finger biegen und sauber reinlegen. Dann den Schalterdraht auch noch nehmen, schön biegen, reinlegen. Dann nehmen wir die Zuleitung, auch nochmal rumbiegen, wieder auf die gleiche Länge bringen. Abisolieren. Mit deiner Steckklemme verbinden. Und in die Dose legen. So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt kommt hier noch der blaue Draht aus der Leitung, die zum Schalter geht, und der braune Draht, der zur Lampe geht. Das heißt, wir verbinden jetzt hier diesen geschalteten blauen Draht mit dem braunen Lampendraht und damit würde dann unsere Lichtschaltung auch schon funktionieren. Legen das hier wieder schön ordentlich rein. Zwicken es gleich auf eine Länge ab. Schön abisoliert. Steckklemme drauf. Und in die Dose legen. Und jetzt sieht man schon, das ist eine sauber verdrahtete Klemmdose, kann man auch das so reinlegen, je nachdem wie man es gern hätte. Und wenn irgendjemand hier mal an die Klemmdose ran muss, dann sieht er sofort, ah, hier ist die Zuleitung, das ist der Schalter, Lampe, Steckdose. Und man kann schön jederzeit hier diese Klemme wieder rausholen, könnte hier aufmachen oder noch ein Kabel erweitern. Und ja, das erleichtert einem auf jeden Fall die Arbeit. Ich hoffe, euch hat das kurze Video zur Klemmdose gefallen. Würde uns freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ein Like da lasst, uns folgt. Wir sind immer offen für Videovorschläge. Und ja, ansonsten das verwendete Material, die Klemmdose, die Abisolierzange, den Schalter, das haben wir alles in der Videobeschreibung drin, falls da Interesse besteht. Und ja, das war's dann vom heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.